Einen schönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Bevor ich fortfahre, hören Sie bitte zu. Es ist für unsere polnischen Freunde und welche russisch sind. Einen Moment. Этим теплом живые организмы должны иметь возможность нагреваться изнутри термически химическим теплом. Genau. Другими словами, мы хотим спасти мир от бессмысленного потребления первичной энергии и таким образом спасти мир вместе с Гретой Тунберг. So soll es sein. А теперь я вкратце покажу вам наш реактор для производства тепла, который мы разработали после многих лет исследований. Tja, meine Damen und Herren, was wurde da gesagt? Mein Freund Igor, kenne ich aus Polen, ja, war ich zu Besuch in Polen, ja, noch nicht so lange her. Wir forschen schon jahrelang langsam gemeinsam an eine quantenphysikalisch-chemische Energiequelle zur Wärmeerzeugung. Mit dieser Wärme sollen lebende Organismen von innen heraus mit thermisch-chemischer Wärme erhitzt werden können. Mit anderen Worten, wir wollen, dass die Welt von dem sinnlosen Verbrauch von den Primärenergiequellen bewahrt wird. Und damit zusammen wollen wir mit Greta Thunberg die Welt retten. Und nun, meine Damen und Herren, zeige ich Ihnen kurz unsere schon im Experimentierstadion sehr weit fortgeschrittenen Apparaturen, unseren sogenannten Reaktor. Aber keine Angst, ist nichts Atomreaktor, ist nichts gefährlich, kann aber gefährlich werden. Einen Moment, ich zeige Ihnen, müssen wir in Labor gehen. Ich zeige nur ganz viel, viel nicht zeigen, weil sonst kommen Energiekonzerne und stellen Idee. Nichts gut, ja? Einen Moment. Hier sehen Sie Reaktor. Gefährlich, aber wir beherrschen die Gefahr. Igor sagt, noch ein paar Jahre und wir wissen Bescheid. Ja, können die Welt verändern. Doch, das muss reichen. Mehr wollen wir nicht zeigen. Weil es sehr, sehr gefährlich. Spione von Energiekonzernen überall. Ja. Und dann nehmen Patent und verschwinden, hä? Haben Sie gesehen, Reaktorforschung schon sehr weit. Wir retten Welt. Greta Thunberg, zieh dich warm an. Igor und ich, wir kommen. Wir retten die Welt. Ha, neue Energie. Mal gucken, was gibt. Nobelpreis, schon mal gucken, anfragen, hä? Na ja. Geld im Voraus, immer gut. So, Soderle, meine Damen und Herren, Schluss jetzt mit dem Blödsinn. Ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag. Igor wünscht euch auch Sonntag. Igor! Igor nicht da. Igor in den Reaktor gesprungen. Ist ziemlich down im Kopf. Naja, gut.